Bitte warten Sie. Ein Mitarbeiter wird gleich für Sie da sein. Ja. Denk mal jetzt rechts. Links. Ah, da habe ich ein kleines Konstruktionsproblem. Okay. Der Radkasten ist zu kurz, die hinteren Räder kann ich ganz einlenken. Aber du könntest mal kurz fahren. Fahr mal ein bisschen. Alter, nee, stopp. Ich glaube, das geht gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Scrap Mechanic. Bei mir wie immer der Ven. Hallo Chris. Hallo Ven. Hey yo, es geht weiter mit Scrap Mechanic. Mit unserem geilen Pickup. Ja. Ich muss mal hier wieder rein. Ich zeig nochmal schnell meine die coole Dings. Die Motorhaube. Oh nein. Wir haben keinen Motor, ne? Deswegen geht's nicht. Oh, ja. Hä? Da müssen wir was ändern, oder? Ach, das war der Elektromotor, ne? War das nicht der Controller? Der Controller braucht keinen Motor. Der geht so. Es geht aber nicht gerade. Weil er auf der Bühne ist, Junge. Ach so, lass mal runter. Gleich, warte. Ich baue gerade noch die Lenkachse hinten. Weil wir haben ja festgestellt, dass der ja eigentlich nur vorwärts schiebt. Ach so. Ja, fährt jetzt eigentlich los, wenn du... Oder wir bauen ein Cockpit hin. Ja, der fährt im Moment irgendwie los, weil der Motor zu stark eingestellt ist, aber ich weiß nicht warum. Der fährt los, weil der Motor direkt mit der Dings verbunden ist. Deswegen fährt er los. Beim Antrieb? Ja. Ja, dann muss der Antrieb muss übers Lenkrad. So wie ich es eigentlich ursprünglich gesagt habe. So, jetzt kannst du mal losmachen, jetzt fährt er nicht los. Warte, wo ist denn hier das Lenkrad eigentlich? Ich kann es gar nicht sehen. Ja, weil ich wahrscheinlich dran sitze. Nee, ich kann nicht auf das Lenkrad zugreifen. Jetzt kann ich drauf zugreifen. Ja, jetzt pass auf. Jetzt passt doch so. Ja, ich konnte es nicht sehen, weil ich es noch nicht angeklickt habe. Ja, es ist ja nichts verbunden. Warte doch kurz. Ja, ich will ja gar nicht lenken, ich will nur probieren, ob das losfällt jetzt oder nicht. Ich habe ja die Räder weg. Ich kann ja nicht losfahren. Wie die Räder weg? Warte, ich habe den ganzen Antrieb abgebaut. Ja, sag ich ja. Warte kurz. Ah, ist die Schulter runtergefallen. Nein. Warte, ich lass dich wieder rein. Hier. Ja. Hey. Also, jetzt verbinde ich mal die Motoren. Den Achsen, okay? Ja. Ich glaube, da muss ich freilassen. Ups. So. Von unten sieht das Ding so bitter aus, einfach. Warum? Wie so ein riesen LKW einfach, weißt du? Ist es ja, hoch. Ich hab mich eingebaut hier gerade. So. Da was vergessen. Hab ich doch glatt die Drehscheibe vergessen. Du hast die Drehscheibe vergessen. Ich hab die Drehscheibe vergessen. Ja, das will man. So. Ah, das ist übrigens unser geiler Motor. Und da muss später wieder der Luftfilter drauf. Hier drüben auch. Jo. Ja. Boah, Alter. Ich kann das nicht so lang ziehen, oder? Ah, doch. Ah. Mit Q kann man das so. Ich muss okay, den Antrieb der Hinterräder muss ich über einen eigenen Motor laufen lassen. Warum das? Weil der eine Motor nicht so viele Stränge ziehen kann. Nee, das macht ja nichts, die sind ja eh alle dann zusammen. Ja, noch nicht. Sind im Moment eigentlich nur zwei Motoren am Lenkrad angeschlossen. Die regeln doch alles zusammen dann, oder? Nee, die musst du ja mit dem Lenkrad verbinden, sonst machen die gar nichts. Ich dachte, die gehen so. Warte, ich verbinde die jetzt mal. Huch. Bam. Alter, das ist gar nichts, wenn du davon drin hockst, ne? Ja, dann muss man das Teil höher bauen. Ja, zumindest
Das ist jetzt mal alles verkabelt. Mache ich noch die Lenkung kurz. Einen Moment. Kein Stress. Nee, so. Kein Stress. So, ja, so da. Passt schon hoffentlich. Ist gut so. Mal schauen. Oder besser gesagt, du müsstest jetzt mal dann lenken, wenn er am Boden steht. Wegen der Lenkrichter. Bitte. Ja, mal. Ja, lenk mal bitte. Lenkst du links oder rechts? Nee, das ist falsch auf jeden Fall. Ja, lenk mal links bitte. Jetzt lenke ich links. Okay, warte. Wieso geht jetzt die Motorhaube auf? Ja, weil du der Controller jetzt an ist. Lenk mal jetzt bitte wieder links. Links. Okay. Ja. Lenk mal jetzt rechts. Links. Ah, da habe ich ein kleines Konstruktionsproblem. Okay. Der Radkasten ist zu kurz, die hinteren Räder kann ich ganz einlenken. Aber du könntest mal kurz fahren. Fahr mal ein bisschen. Alter, nee, stopp. Stopp, Alter, das geht gar nicht. Die Hinterräder, wenn lenken, das geht richtig an. Ey, die Lenkachse muss hinten wieder raus, das geht nicht. Schau mich auch gerade, wie ich hier wieder rauskomme. Ah. So geht's auch. Alter, was ein Schiff! Wie das ausschaut. Es sieht so groß. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Oh ja. Ey, hilft nix, der muss über die Vorderräder lenken. Okay. Da müssen wir halt die Leistung begrenzen. Ja, dann warten wir ab mit der Leistung. Das ist wahrscheinlich eh dann viel zu wenig, wenn wir fertig sind. Ich weiß es nicht, ob das so viel ausmacht. Aber der muss ja noch einen Wohnanhänger ziehen, wenn der Pickup fertig ist. Habe ich jetzt wieder mal die Hinterräder? Oh, ist da drüben, warum? Wir sind ja kein... So. Das passt nicht. Ja, der Antrieb ist mal wieder verkabelt. Sieht doch gut aus, so. Jawohl. Es wird. Was denn? Okay. Es wird langsam. Wow. Scheiße, lass nochmal runter. Scheiße. Ich bin gerade übelst runtergeschmissen hier. Warte kurz. Ja, also unten. Ich komme hier gar nicht mehr rein. Das ist vergessen, ey. Ja, jetzt. Sündisch. So. Auf zu bauen. Ja. Oh. Was denn? Hör doch auf zu bauen. Sag doch, dass jetzt du bauen war. Willst. Junge, du musst reden. Du musst deutsche Sprache benutzen. Was gibt's da jetzt zu verstehen, wenn ich sage, hör auf zu bauen? Junge. Ah. Du sagst viel, wenn der Tag lang ist. Ja und? So, optimal. Aber hier ganz hoch, ein bisschen. So. Was baust du eigentlich gerade? Was ist denn Radkastengröße? Habe ich aufgegeben mit dem größeren Radkasten. Okay. Was machst du jetzt? Ja, bloß ein bisschen so. Optik quasi unterm Pickup. Okay. Oh. Oh, das passt. Boah, jetzt komm ich nicht mehr durch, ne? Gibt's kurz. Ich brauch gerade das Armaturenbrett. Hä? Oh. Okay. Und wird's was? Ja, wenn du die ganze Zeit bauen würdest, würde ich schon mal hier was zustande bringen. Jetzt höre ich auf zu bauen.
Das wäre nett. Mal, wie das Ding aussieht. Übel, gell? Richtig Wird übel. das so überhaupt was? Ja, wieso? Der Beifahrersitz ist viel zu nah dran. Nee, das wird so eine Bank. Die Ach so. Pickups, die haben noch keine Dings. Ja, Das sind nur klar, Banken im Durchschnitt. Ich ja. schaue quasi noch einen neben dran dann. Ja. Wunderhübsch. Bäh. Wunderhübsch, sagt er. Brauchst du den Stromkasten im Führerhäuschen? Warum? Nein, also. Hörerhaus braucht ein Radio. Stimmt. Warte, das mache ich schnell. Nein, lass mir sparen. Ah, schon sparen. Ich spar's eh weg. Ah. Oh, können wir das leiser machen? Nee. Bau das mal weiter unten hin, das ist voll laut hier oben. Muss laut sein, das ist Ghetto Blaster. Ghetto Blaster. Ghetto Blaster in the Mix. Wenn Das das sieht an, anfängt als zu wenn es keinen spielen. Empfang hat, Ja, ey. ne? Das ist ein bisschen hoch hier. Ey, was spielt denn das für einen alten Schinken? Voll geil. Fahrstuhlmusik. Ja. Weißt du, da ist mal ganz angenehm zur Ruhe. Ja. So, dann haben wir hier das Führerhäusel. Halt echt schlimmste Fahrstuhlmusik. War schon Musik. Findest du? Ja. Ich find so Musik schlimmer, wenn du irgendwo in der Warteschleife hängst. Das Bitte ist warten Sie. richtig bitter. Bitte warten Sie. Ein Mitarbeiter wird gleich für Sie da sein. Ja. Oh Mann. Was könnte man da noch hinbauen? Fruitbox, Onionbox, aha. Gummibärbox. Oh Vegetablebox. Mann. Was soll das sein? Warum? Keine Ahnung. Damit man es zum Futtern hat. Vielleicht kann man sich einen großen Kühlschrank in dem Spiel bauen. Meinst du? Geil. Wieder mit dem Schalter. Ach so, scheiße, warte, ich muss dich kurz mal runternehmen vom Lift. Was soll ich machen, solange ich oben bleiben darf? Ja, darfst du. Boah, geil. Essen? Warum geht der wieder hoch, der Penner? Ach so, warte, ja, ist klar. Passt schon. Okay, So, ein bisschen Moment. Gebläse hier reinmachen, ne? Ja. Sitzheizung. Hey, was Okay. ist jetzt los? Was ist das jetzt für eine Okay. Mucke? Weiß es nicht. Das ist richtig dramatisch, glaube ich. Aber der ist abgeschmiert. Kann sein. So, gut. Komm mal bitte kurz runter zu mir. Jo. Drück mal den Schalter. Ich drücke den Schalter. Yeah. Jetzt drück nochmal. So gut. Ah? So gut. Das ist ein Pickup. Ja, Junge. Das sieht aus Alter, wie. die Wurst. Das sieht Sieht so aus, Alter. komisch aus gerade.
Aber die Musik passt voll dazu. Kann es sein? Boah, das ist voll laut, Alter. Boah, wo hast du denn hingebaut? Er muss aus. Aus! Aus! Da steht er, da steht er. Oh, Alter, das war halt. Hatte ich was weg, das Ding. Kann es sein, dass wir das erst weiter runterbauen müssen, das Führerhäuschen? Ja. Jetzt auf die gerade Platte hier mit angebaut. Ja. Das ist bei dir quasi zwei zu hoch, oder? Ja. Ist es zu hoch geworden, das Ding? Ja, aber wie kann man das irgendwie wegreißen, ohne dass es komplett auseinanderfällt? Gar nicht. Echt nicht? Nee, das kannst du nochmal neu bauen. Oh, nee. Oh, leid. Dann lassen wir es so. Naja, das sieht doch scheiße aus. Das sieht scheiße aus. Danke. Ja, kein Ding. Immer wieder gern. Ja, ich merk's. Ich werd's mir merken. Ja, das ist doch eine coole Aussichtsplattform hier oben. Alter, ist das ein Schiff? Nee, du hast aber recht. Du hast aber recht. Alter. Weißt, dass ich recht hab. Ich guck mal, vielleicht kann ich es da irgendwie verbinden, wenn ich das jetzt da unten wegreiß. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, die Haube geht schon mal richtig auf. Oh. Lass mal wegreisen. Na gut, jetzt wissen wir wenigstens, wie es sein muss, ne? Ja. Oh Gott. Ups. Alter, der andere reißt das halbe Ding aus dem Land. Bist du gut versichert? Ja. Weiß nicht. Au. Scheiße. Das nervt mich jetzt irgendwie. Ja. So viel Headsprout reingesteckt. Ja, ich merk's. Jetzt aber, oder? Ja, das wird schon wieder, oder? Logo. Kann ich mal kurz fahren? Gleich, warte. Schön, dass schon mal was gucken. Das ist nämlich jetzt runtergefallen und könnte sein, dass es fest ist jetzt. Ja, das war fest jetzt, oder? Nein, oh. Das wackelt. Oh Gott. Warte mal. Ich hab's gerade gesehen. Oh, wieso hänge ich jetzt hier drin? Hilfe. Wow. Das leckt gerade so bei mir. Irgendwas ist jetzt, dass es bei mir übelst leckt. Echt? Ja, ist brutal gerade. Ich fahr noch mal hier. Aber irgendwie... Ja doch, es bewegt sich das Ding da rum. Bewegt sich ohne Ende. Warte mal. Warte, ich habe eine Idee, wie wir es ganz schnell wegbringen, das Teil. Nein, das soll nicht weg, das soll einfach drauf bleiben. Ich will nur, dass es vorne drauf rutscht. Dass ich da ein Dings hinbauen kann. Na, das geht nicht, Alter.